So, jetzt sind wir angekommen auf Bintan im Hotel und wir haben jetzt eine Tour gebucht. Wir wollen uns diverse Sehenswürdigkeiten hier auf der Insel anschauen. Die Tour dauert um die 12 Stunden rum. Wir sind also den ganzen Tag unterwegs. Ja, das ist besser als selber zu fahren bei dem Verkehr hier. Morgen. Morgen. So, heute machen wir unsere Tour und wir fahren zu einem Tempel und zu einer Lagune und ja, mal gucken, was wir noch alles sehen. Bunte Laternen sollen wir noch sehen. Also einmal rund um die Insel. Hallo Leute, wir sind am 500 Dohan Tempel. Eine sehr schöne Tempelanlage mit sehr, sehr vielen Figuren, wie es die Aussage schon ist, 500 und einer riesengroßen Buddha-Figur. Guckt euch das mal an. Wow. 500 Buddha-Statuen. Wow. So, wir sind jetzt am nächsten Tempel und da schauen wir jetzt mal rein. So sieht der Tempel von innen aus. Hier kannst du eine Dachziegel kaufen. Dann schreiben die deinen Namen darauf. Und dann kommt das Teil auf die neue Pagode daneben. Wer hat denn schon eine Dachziegel auf der Pagode? Thank you.
Wir sind jetzt hier in der Wüste. Alles voll Sand. Aber wir sind nicht in Afrika. So, wir sind jetzt in Lagoy Bay. Ausgesetzt am Strand. Gar kein Wasser da. Hm. Also wir sind jetzt in Bintan Resorts. Bintan Resorts ist eine Gegend, naja, sagen wir mal so Phantasialand. Hier sind die ganzen Resorts, hier kommen die ganzen Touristen her. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt mal das Wasser suchen. Ganzen kleinen schwarzen Punkte, die ihr seht, sind alles Krabben. Kleine Mini-Krabben. So viele Krabben hier. Oh, da ist ja das Wasser. Oh, leider geschlossen. So, nächste Station, Kristalllagun. Juhu.
sind wir denn jetzt schon wieder? Jungle. An den Mangroven. Mal schauen, was uns da erwartet. Vielleicht ein paar Tierchen? Ja, schauen wir mal. Also Leute, da unten ist unser Essen drin. Da hinten sitzt du und hier ist dein Essen drin. Grotto. Der Arme. So, jetzt sind wir wieder zurück und müde. Ein verdammt langer Tag. Ja, wir haben so viel gesehen. Alles, was man auf Bintan sehen muss. Und morgen spannen wir ein wenig aus. Morgen geht's auf eine Insel. Zum Baden. Juhu. Yes.